Ja, hallo. Ich komme erst an. Und willkommen zurück. Ja. Was haben wir denn? Krank. Seid ihr ausgelastet? 14 Stunden? Ich muss zwei, dann geh ins Krankenhaus. Sägewerk erforscht. Ich brauche Holz, das ist definitiv. Kann ich das schon bauen? Nö, was fehlt mir? Holz. Das ist klasse. Kein Holz mehr. Sägewerk. Das wird jetzt wird's dringend. Ich würde es eiskalt schon mal sagen. Eiskalt hat er gesagt. Müssen an eine Straße angebunden sein. Kriege ich denn noch was wieder, wenn ich jetzt diese Straße abreiße hier? Gut. Wir müssen sparen. Gut, wir hätten das. Wir räumen die Kohle und den Stahl weg. Wir brauchen Leute. Warum geht der nicht ins Krankenhaus? Technologie, wir haben das, wir haben das. Schnelles Sammeln, Kohlegenerator, Stahlwerk, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall schnelles. So, hätten wir Holz für die schnelle. Sch Braucht ihr nicht, ihr könnt ein Sägewerk bauen. Aber für mich ist das eher die Sache. Keine Ingenieure. Ne, wir machen hier 3, 4, 2. Aber es ist für mich auch so eine Sache, ne? Okay, krank. Achso, du bist voll? Du bist auch voll. Doch nicht beide voll besetzt, dann geh doch ins Krankenhaus. Bitte geh ins Krankenhaus. Rette Überlebende vermisst. Okay, haben wir das fertig? Wir haben noch ein bisschen Holzkisten. Okay. Stimmt, die gehen ja Essen holen. Essen haben wir auch noch. Nur die Sache, warum geht er nicht? Das echt mal sagen, schnell sammeln. Hätten wir das. Brauchen wir unbedingt ein neues Gesetz? Erstmal nicht. Sieben da Hand. Bist du? Kann ich dich angucken? Arbeiter. Kann ich dich angucken? Du bist zu Hause. Geh doch bitte in die Krankenstation. Kann ich dich dahin begleiten? Ist doch gleich hier gegenüber. Vielleicht gehen die Temperaturen wieder hoch. Das ist sehr gut. Die Hoffnung sieht sehr gut aus. Er ist in die Krankenstation gegangen, ne? Das ist sehr gut. Kaltes Zuhause. Speisehaus. Geschlossen zu dieser Tageszeit. Ja. Okay. Erst mal gucken. Ich würde, wenn denn schon ganz gerne, wenn wir jetzt hier die neuen haben. Wir müssen ja denn auf jeden Fall zweite Stufe. Dann Generator, Leistung und Reichweite. Das wird das nächste sein, was wir brauchen. Weil ich würde auch ganz gerne schon mal an. Hier haben wir Vorratslager. Müssen wir erstmal ganz kurz einmal gucken. Ich würde jetzt sagen, dass wir sagen, wir machen hier Wohnungen.
wenn wir wieder Holz haben. Muss doch irgendwie mal möglich sein, dass wir hier irgendwie vorankommen in dem Spiel. Wir müssen uns nämlich wappnen für die Londoner. Dass wir das Speisehaus gleich mit rübernehmen. Habe ich überschüssige Arbeiter? Drei habe ich. 10. Bist du schon fertig? Außer Betrieb. Muss ich das heizen? Nee. Warum bist du außer Betrieb? Habe untätige Kinder. Achso, Kinder dürfen hier nicht arbeiten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich brauche unbedingt mehr Arbeiter. Ah, gut. Die Heizung haben wir. Holz ist jetzt essentiell wichtig. Dann sollten wir gucken, dass wir Kohlebergwerk kriegen. Ich möchte ja gerne dieses hier Kohlegener vom Wasser, das sprüht irgendwo auf der Karte drauf. Standardarbeitstagen. Stahl brauche ich erstmal noch nicht so viel. Möchte denn, haben wir denn schon in der nächsten Generation schon Mauerbohrer, Dampfstahlwerk? Oh, das sollten wir denn auch schon machen, aber ich will keine Stufe 2 haben. Ich will mir ein bisschen vorspulen. Wartet. Die Überlebende erforschen. In die Stadt eskortieren. Gut. Noch 2 Stunden übrig. Sind wir? So, wegen der Kohle. 22 Stunden. Jetzt müssen die Temperaturen wieder steigen und wir könnten dann theoretisch wieder Kohle sparen. Okay, gleich geht es ja an die Arbeit. Ah, bis jetzt ist es noch. Na? Genau. Kriegen wir das jetzt erträglich hin? Wenn wir jetzt sagen, wir fahren ihn jetzt runter. Generator fährt runter, okay. Zack, zack, zack. Wir holen uns erstmal eine Menge Holz. Stahltrümmer sind erschöpft. Okay, die kommen jetzt an. Und jetzt sollten wir schnellstmöglich Häuser bauen. Das sind 140 Leute, glaube ich, ne? Auf ein Wiedersehen. Okay. Die Bitte eines Kindes. Captain, wir haben im Friedhof ein völlig durchgefrorenes Jungen neben dem frischen Grab gefunden. Er muss Stunden da verbracht haben. Hoffnung sinkt leicht. Im Endeffekt können wir daran nicht viel ändern. Wir brauchen auf jeden Fall Einwohner. Wie viel Holz habe ich denn? Den anderen suchen. Okay. Ich würde das erst gerne mal zur Sternwarte gehen. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Komm. Wir haben jetzt Obdachlose. Ja, 40 brauchen wir. 4 Häuser. Habe ich keine Kohle mehr? Ich habe keine Kohle mehr. Moment. Hier ist nichts mehr. Abriss.
Das ist natürlich jetzt ressourcentechnisch, habe ich da nicht aufgepasst. Okay, machen wir so. Können wir noch einen passenden Weg bauen? Zack, zack. Okay. Einwohner. So, Forschung. Braucht man dafür 50 Holz? 50 Holz habe ich nicht. Oh, wir brauchen ein Gesetz. Jetzt nicht. Wir haben 33 Nahrung. Wir so wenig Gesetze erstmal wie möglich haben, dass die Zufriedenheit oben bleibt. Ist doch genug noch da. Holt euch was. Okay. Müssen wir langsam mal. Was ist denn mit der Straße? So, die ist doch gar nicht angeschlossen. Das geht. Betrieb. Den Kram weg. Ist auch nichts mehr zu holen. So, Weg abreißen. Ne, den können wir stehen lassen. Okay, was haben wir? Beheizen. Ich würde sagen, wir beheizen einige Unterkünfte. Hier nicht einfach eine Heizung installieren. Okay. Kohle haben wir denn noch? Schaffen wir das? Reicht das? Echt das, was wir die mit... Wir brauchen Generatorreichweite. Oh Gott, wie viele Stunden haben wir denn? Ein Tag und 22 Stunden, ja. Schaffen wir nicht. Das schaffen wir damit nicht. Okay. Gut. Habe ich noch Ingenieure? Die sollen gefälligst dahin arbeiten. Irgendwas nicht voll besetzt. Kinder sollen so wenig wie möglich arbeiten. Gut, wir haben noch Obdachlose. Dann Rohstoffe, Gesundheit. Nee, 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 Einwohner. Wo ist es denn? Nahrungsmittel. 20 Holz. Kann man nicht irgendwas... Dass wir das bis morgen fertig haben, wie kriegen wir denn hier wieder? Den muss ich schon. Okay. Dann die Jagdhütte.
Baut mir eine Jagdhütte fertig. Generator Reichweite. Es explodieren die Kranken, weil die kalt sind. Die kriegen jetzt das alles noch geregelt. Warte. Waschen. In unserer Stadt auf. Einige von ihnen könnten sterben. Jetzt weiter erforschen. Wir müssen weiter. Ja. Das wird alles erreichen werden. Wir schaffen das. So, Essen. Wir müssen auf jeden Fall. Zack. Ja. Holz sammeln. Ganz wichtig. Wir müssen Holz sammeln. Wir müssen Generator recht weiter erforschen. Dann werden die automatisch. Kann ich so eine Dinger bauen? Dampfzentren. Wir müssen sowieso erstmal zweite Stufe erforschen. Vielleicht klappt das mit dem, was ich mir so vorstelle. Nahrung haben wir. Kranke werden versorgt nach und nach. Gut, forschen. Stufe 2. Generator Reichweite. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Nicht, werde ich jetzt einfach mal. Habe ich Platz 20 Stahl? Möchte. Kriegen wir das hier? Der hat eine Heizung drin. Machen das mal dahin. Ja, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Den könnten wir denn immer noch ausmachen. Also separat ausschalten. Ein Tag. Gut. Haben wir jetzt alle... Ja, ich muss das erstmal schaffen. Nahrung wird geholt. Das könnte man zur Not noch beheizen, das ist nicht das Problem. Wie sieht es jetzt aus? Krankenhaus wäre nicht verkehrt. 7 Stunden? 4 Stunden, dann können die nächsten 2 rein. Ich da überlege, ob ich nicht noch ein Jagdhaus baue. Nicht genug Personal. Zack. Waschen. Stahlbrücke. Dann schicken wir die erstmal wieder nach Hause. Dann kriegen wir noch Rohstoffe. Und einen Automaten. Okay. Ah, Nahrung kommt so ein bisschen. Aber Hoffnung ist hoch. Dann sollten gleich die Londoner kommen. Da müssen wir uns erst überlegen, wie wir das machen. Da haben wir. Ein mächtiger. Ich glaube, dass wir alle das durchstehen werden. Ja, bis wir eine unendliche Ressource haben.
Hier Kohle zum Beispiel. Kohlevorkommen. Eisenerzvorkommen. Ein bisschen Gas geben. Was haben wir? Wir leben da reichen die Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir haben 25 Obdachlose, zwei Hütten, drei Hütten. Einwohner. Ich will die ja nicht obdachlos haben. Das senkt nämlich die Hoffnung. Und baut jetzt Kohle ab. Noch ein Tag. Unterkünfte warm halten. Finde eine neue Siedlung. Wo ist denn noch hier? 700. Gut, können wir eventuell noch Sägewerk bauen? Sechs Holz. Sechs Holz, bitte, bitte, bitte. Damit sie gleich einen Job haben. Das ist sehr gut. Und wir brauchen Heizung. Ich Holz für okay. Mehr Speer. Kohleabbau. Kostet mich das? Auch Holz. Kohleabbau und Heizung. Mal Kohleabbau dahin hängen. Cool. Es wird gleich wieder kalt, aber dann könnten wir jetzt einen Tag Kohle sparen. Noch ganz viele Kranke. Krankenhaus wäre cool. Na, baut. Den Wandbohrer kriegen wir Holz. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Steht ja auch da. Warten. In die Stadt legen. Nee, ich brauche dich. Tag. Hier geht es zurück in die Stadt. Die Ressourcen. Ganz dringend. Suche nach den, nach der Versorgungsbrücke. Wir werden herausfinden, was passiert ist. Aber erstmal komme ich später wieder. Zack, arbeiten. Gut. Erforschen. Machen wir Kohle oder machen wir erst Heizung? Auf einen Reichweite. Hier erstmal auf Heizung. Automat sammelt hiermit. Ein Tag und 4 Stunden. Ja. Ist nicht cool. Aber Unzufriedenheit ist jetzt nicht so schlimm. Bei Essen ist da. Holt euch das Essen. Gut, Unterkünfte sind vorhanden. Wir haben noch Kranke. Geht da zur Arbeit? Okay, jetzt kommen wir an Holz. Jetzt kommen wir schön gut an Holz. Die Arbeitslose habe ich. Glaub.
Ich glaube, wir brauchen Nahrungsmittel. Wir holen uns noch ein bisschen Nahrungsmittel. Das reicht nicht mehr so ganz. Wir eventuell noch Technologie und eine Werkstatt hin? Dass alles ein bisschen schneller geht. Bei. So, wenn ich jetzt hier noch, dass ich hier zumindest irgendwie mal auf 10 komme. Nee, hier auf 10 sind 10,7. Hier 12. Jetzt kriegen wir erstmal einen Schub Rohstoffe. Ich überlege, ob ich noch ein Krankenhaus baue. Now. Der Automat ist da. Düstere Höhle. Gehen wir hin. Ist gut, Nahrung. Verhungern sie schon mal nicht. Die können sich jetzt Nahrung holen. Haben wir Gesundheit? Oh Gott, hier mal ein Leerplatz. Aber das Ding steht im Warmen. Das ist mir viel mehr wert erstmal. Jetzt haben wir Holz. Wir müssen ja jetzt viel vorsichtiger umgehen. Hä? Nein. Was habe ich denn nicht geschafft? Boah, das ist ja echt. Ich hätte gleich. Egal. Immer die gleichen Fehler, ne? Gleich Overboost. Kann ich hier nicht auch overboosten? Ja, jetzt haben wir wieder eisiges Kälte. Ja, wir müssen das wieder hochtreiben. Krankenhaus. Ist okay. Ja. Erstmal brauchen wir Kohleabbau. Wer bist denn du? Mann, was sind das? Wir sind am Rande unserer Welt, okay. Ein Einwohner ist gestorben, die Hoffnung sinkt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir die Londoner. Ja, jetzt müssen wir's. Jetzt haben wir die Londoner. Das ist ein Ereignis. Das lässt sich nicht aufhalten. Ich muss ihnen ein Ziel geben. Das ist jetzt weg, Hoffnung und Glaube. Wir probieren mal es über spirituelle Kraft. Ja, Gebetshäuser.
So. Glaube. Soll zwei Stück bauen. Soll zwei Stück bauen, das kriegen wir hin. In eine andere Siedlung. Nee, wir forschen, wir brauchen Kohle. Einwohner sind gestorben. Ich hab doch, genau, ich hab gebaut. Die bauen jetzt fleißig. Drei Kranke. Essen kommt. So. Einige wollen gehen. Beruhigt euch, wir werden nicht sterben. Das stimmt. Die Londoner. So, die haben momentan Tendenz, ganz viele abzuziehen. Verbleibende 14 Tage. Verbleibende 11. Okay. Ziehen jetzt los. Ich habe keine verfügbaren. Was habe ich denn? Ingenieure habe ich viele. Kinder habe ich viele. Ich möchte aber nicht, dass wir für die Kinder arbeiten. Denen soll es gut gehen. Nur wenn es wirklich nötig ist. Ja, Speisehaus oder sowas. Zwei haben kein Essen. Ist okay. Holz kommt. Ich bin jetzt ernsthaft überlegen, ob ich noch eine Werkstatt baue. Das dauert mir alles zu lange. Mein Gebetshaus ist fertig. Hoffnung steigt. Das ist gut. Also kann man die damit auch mal umstimmen. Ich will nicht sagen bekämpfen. Wir sagen einfach mal umstimmen. Kohleabbau. Vorrangend. Technologie, Rohstoffe, Kohlemine. Ich bitte es einfach. Naja, grenzlich. Darum so wenig Gesetze wie möglich. Das ist erstmal die Tendenz, die ich vorhabe. Das ist... Was haben wir? Hartschlag, Dampfkerne, ich verstehe. Kohleabbau erforscht. Heizung. Gibt es irgendwo ein Krankenhaus? Hier ist ein Krankenhaus. Baracken. Das kriegen wir hin. Dann haben wir erstmal eine Kohleversorgung. Holz haben wir noch en masse, ne? Stahl sollten wir jetzt mal gucken. Okay, Hoffnung. Und der Kumpel, der bringt sich mit. Ein Erwachsener ist gestorben, Versprechen gebrochen, der Fall von Winterheim. Okay, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, ciao.